Moin, herzlich willkommen hier zurück zur Mittwochsausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch 4 von Map 1.6 ohne Gräben beim Friesenjung. Ja, wir sind am Aussehen auf Feld 14. Wir müssen hier mal eben ein bisschen Saatgut nachfüllen. Ich stehe natürlich wieder völlig daneben. Ah ja, klar. Aber auch echt mit diesem Überladewagen. Komm, pack mich doch mal an die Füße hier. Ja, wie auch immer. Wir säen also hier Weizen. Und dann mal gucken, was wir noch alles so. Wir brauchen also jede Menge Raps dieses Mal. Auch ja, das kann ja nichts werden. Das war mir ja auch klar. Ja, ich musste gerade mal einmal mein Spiel beenden, weil Audio-Probleme hatte. Jetzt mal hier den Quatsch weg. So. Okay. Jawohl, jetzt geht's. Schwere Geburt, wie man so schön sagt. Aber es geht. Feld 4 ist fertig. Ihr seht, da fahren wir gleich hin und setzen den um. Erstmal bringen wir ihn hier wieder an den Start. Der ist hier fertig. Welche Felder gehören mir denn noch alle hier in der Gegend? So, das würde ich jetzt sagen, ziehe ich weiter zu Feld 5. Zwei von denen. Haben wir drei von denen. Kondor. Die Zuckerrüben lasse ich jetzt mit dieser Periode mal aus. So, voll machen bitte.
sollte man auch mal ein bisschen auf die Straße fährt. Kann ich schaden? Oh ja, ich kann da noch gleich schön Mehl machen. Läuft aber doch. Kann man doch jetzt nichts Böses drüber sagen. So. Ja, ich stehe hier irgendwie mitten in. Ich kann mich vor allem nicht bewegen. Noch eine Sämaschine stehen? Ja, habe ich. Wunderbar. Erstmal fahre ich mal eben hier bei der Düngerproduktion und bei der Saatproduktion rum, weil ich weiß gar nicht, ob die hier schon laufen. Ehrlich gesagt, Saatgutproduktion läuft noch nicht. Aber Düngerproduktion läuft. Dann muss ich mich hier unbedingt mal darum kümmern, dass hier die Düngerproduktion in Gang kommt. Die Saatgutproduktion. Auch Raps? Weiß nicht. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Ich meine, da hinten wäre eine Einfahrt. Ich bin jetzt gearscht. Zu auch mal rausgucken beim Fahren, Mr. Friesenjung. Schön, dass hier eine Brücke ist. Über den Weg. Sehr cool. Okay, fangen wir an. Haben wir hier echt Raps? Raps, Raps, Raps. Ja, ich muss ihm natürlich auch sagen, was er machen soll hier. Klar. Okay. Der sieht auch aus, das ist doch toll. Erion hat durchdrehende Reifen gehabt. Wir fahren erstmal hier los. Und
sehen mal zu, dass wir ein bisschen die Käserei mit Paletten versorgen. Das kommt davon, wenn man abgelenkt ist. Wenn man nicht zuguckt. Okay, es hat durchdrehende Reifen, ja. Ist mit Sicherheit sehr schade. Aber kümmere ich mich gleich drum. Ist eigentlich mein anderer Case. Jetzt haben sie alle durchdrehende Reifen. Müssen wir uns jetzt gleich mal genauer angucken. Bisschen hier noch abholen. Und dann können wir uns noch lieber in Opto. So, da hast du da durchdrehende Reifen. Ja, klar hast du da durchdrehende Reifen. Er denn? Ja, ein ganz anderes Feld. So, läuft.
sagen. Ich muss, wie gesagt, nochmal zwischendurch mal zur Seite gucken, um zu sehen, was meine Tastatur macht. Fahren wir jetzt mal rüber zum anderen Feld. Feld 5. Das ist hier die große Rapsschlacht. Raps ist ja auch nicht so ergiebig, das heißt, da müssen wir dann schon viel von ansehen, damit wir dann auch ein bisschen was davon haben später. Und ich werde mal zusehen, dass ich dann auch mein Lager jetzt mal in den nächsten Folgen hier leer kriege. Dass es wirklich umgestellt wird auf die neue Version. Damit dann nicht meine ganzen Waren weg sind. Jetzt nicht zur Holzproduktion, Paletten. Zur Brennerei bringen. Und danach brauchen wir Paletten bei der Brauerei. Deshalb fahren wir jetzt mal zur Holzindustrie. Wie es da weitergeht, seht ihr morgen. Ja, schön, dass ihr zugeschaut habt. Da lasst mir einen Kommentar, ein Like, Abo. Freut mich tierisch. Kommt nicht bei Facebook, besuchen Friesenjung13 als ich da, oder auf meiner Homepage friesenjung13.de. Ich sag's auch nochmal, ich mache ja in unregelmäßigen Abständen Livestreams, Multiplayer-Livestreams, und auf meiner Homepage habt ihr die Möglichkeit, euch dafür zu bewerben. Ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen. Sprich, ihr könnt so ein paar Daten angeben. Die Daten werden auch vertraulich behandelt und nur dafür benutzt, nicht irgendwie Verkauf weitergegeben oder sonst was. Ja, und vielleicht entscheidet sich das Los ja für euch, dass ihr mitspielen könnt. Und wenn das dann gut funktioniert mit Spielen und wir uns gut verstehen alle, dann kriegt ihr dann jedes Mal eine Einladung, wenn wir spielen. Das ist zwar, wie gesagt, unregelmäßig, aber ich gehe zum Beispiel aus, dass wir jetzt am Wochenende mindestens einen, vielleicht sogar zwei oder drei Livestreams machen, weil Montag ist Brückentag. Das heißt, also wir könnten eventuell Freitag oder Samstag streamen, wir könnten Sonntag streamen, wir könnten auch Montag streamen, weil ja, der Dienstag 1. Mai ist, also Feiertag. Daher, ja, haben wir da viele Optionen, was zu machen. Und bis dahin sage ich dann jetzt erstmal ciao.